Hallo Leute, ja, letzte Folge war so lang, ne? Jetzt musste ich dann das zweiteilen und das ist hier der zweite Teil davon. RimWorld Folge 18 und ja, dann schaut man das Intro und dann geht's gleich los, ne? Macht hier auch einer sauber? Nee, ne? Billy, ich glaube, der macht jetzt hier Dingens, ne? Warte mal, wir können in unseren Räumen mal uns um die Böden kümmern. Dann machen wir mal hier einen schönen Bretterfußboden hin, ne? Gucken, ob das was wird. Hier ist kein Licht drin. Beleuchtung, wo ist das? Strom? Nee. Möbel. Geht erstmal so, oder? Hier machen wir auch noch eine Fackel hin. Da mache ich keine hin. Red Run ist am Essen, sehr schön. Und bringt dann wieder Steine weg. Aber so bring doch den dann mal weg. Mach mal gerade schneller, bis die weg sind, die Steine. Okay, da ist schon mal ein Ding ins fertig, das Zimmer. Vielleicht sollten wir da mal gerade noch ein Bett hinstellen. Ne, Möbel. Ja, das ist schon das beste Bett, ne? Nachttisch. Gibt es auch einen Schrank hier? Machen wir noch einen Sessel dahin? Können wir nicht. Steht da nicht mit einem Bauwerk verbunden. Okay. Stuhl. Hocker. Tierbett. Ist nur eine Kommode. Kann man die drehen? So machen wir die Kommode dahin. Dann hat er alles. Warte, noch einen Blumentopf, dann geht's noch schick. Das ist auch ein schickes Zimmer jetzt, oder? Hier, der Stein muss noch weg. Wie warm ist es denn hier? Drinnen 23 Grad und hier 20 Grad. Ja, sieht erstmal alles gut aus, oder? Hat man nicht schneller gemacht? Okay, das Bett ist immer noch frei. Bin noch am Überlegen wegen der Klimaanlage. Momentan haben wir halt einen Schlafsaal, ne? Macht ein Page. Was hat die denn jetzt da hinten gemacht? Keine Ahnung. Da geht noch einer wieder weg. Noch Essen holen. Essen die das auch? Red Run isst jetzt auch was, okay. Wo ist der letzte hin? Keine Ahnung. Da wüsste ich ja jetzt, was die heute Nacht gemacht, was sie in der Nacht gemacht haben da gerade. Schon komisch. So, da wird jetzt ja die Kommode fertig gemacht. Das ist auch sehr schön. Blumentopf ist gemacht worden. Jetzt fehlt dann nur noch der Stuhl, glaube ich, ne? Kartoffeln sind eine gefährliche Nahrungsart. Die hat sie bestimmt wieder Feuer. Feuer, shit. Langsam. Können die es ausmachen? Ist glaube aus.
Er baut den Stuhl, das ist auch gut. Ah, hier unten ist das Dingens weg. Der Stein weg. Dann kann da das hin. Gut, dann haben wir das, was draußen war, jetzt drinne. Dadurch ist es 10% besser. Wir haben kein Holz mehr, sehe ich gerade. Oder fast kein Holz mehr. Befehle, Holz hacken. Hier unten sind auch noch ein paar. Die Mauern sind hier schon mal ganz gut fertig. Da oben fehlt es noch. Was ist das da für einer? Ein Puma, okay. Männchen, 7 Jahre. Was haben wir hier liegen? Kalksteinblöcke, okay. Redron bringt das gerade weg. Wo ist der Puma? Der bleibt wohl da. Was ist das? Stahlschrott, okay. Und das auch. Die Wände macht keiner weiter, ne? Kann das sein? Redrun macht was? Das hier holen, Bauteile. Okay, die sind dann auch da zu Ende. Hier ist noch ausgewählt, da ist noch ausgewählt. Es ist eigentlich noch genug zu tun. Ach, Befehle hatten wir gerade an, ne? Gestein abbauen. Hier ist unsere Kühlkammer, da ist aber gar nichts drin. Wieso haben wir kein Essen? Warum kocht hier niemand? Habe ich jetzt was verpasst oder was? Jetzt gibt's Bratkartoffeln, oder? So, das Zimmer ist frei. Besitzer wählen. Ist egal, wer das kriegt. Das nächste wird gleich auch irgendwann fertig. Und dann müssen wir noch ein Zimmer haben, ne? Oder dieses umfunktionieren. Wo ist denn der Fehler? Okay, ist die Leitung denn wieder heile? Muss ja, sonst wäre da was anderes stehen, ne? Das Essen hier, das passt mir noch gar nicht. Aber Redrun hat jetzt Essen gemacht und das kommt in die Kühlung. Was war das hier? Reis, okay. Eine Nahrung haben wir jetzt erst. Wo geht Redrun jetzt hin? Holzfällen macht Paige und sie holt das Holz. Okay, das ist ja auch okay. Wer räumt auf und macht sauber? Keiner, ne? Ernährungsplan ist lecker. Outfit ist alles. Nee, hier bringt es mir nicht weiter. Hier müssten wir mal gucken. Wärter, Tierpflege, Kochen, Handwerk, Forschen. Reinigung steht auf 4, okay. Vielleicht sollten wir mal reinigen, damit die ein bisschen mehr Stimmung haben, oder? Wieso steht hier eine 3 in Rot? Der Durchschnitt ist okay, das heißt, die kann das gar nicht. Lass uns mal die Wärtertätigkeit dann nur von Redrun machen. Dafür werden wir hier mal
2 Grad fürs Aufräumen machen, damit wir hier ein bisschen was sauber machen ist, damit das hier mal sauber wird. Das sieht nämlich uselig aus. Das ist bestimmt schlecht für die. Das ist für Gefangene, ne? Medizinisch. Für Gefangene. Und jetzt passt ja. Warte mal, das Bett ist hier frei, dann können wir das mal für medizinisch machen. So, er wird hier nicht fertig, aber das ist auch viel Arbeit da mit den Wendeglätten und so weiter. Das passt schon erstmal. Wie viel essen? 2 Portionen, okay. Machen wir gerade schneller. Da wird wieder gekocht, oder? Ja, gut, dann haben wir wenigstens 3 Portionen. Eine holt sich gerade jemand. Sie hat eine schön wieder Zusammenbruch. Ah, wegen der Mitte Lebensmittelvergiftung, ne? Ja. Sie hat heftige Schmerzen und sehr hungrig. Das sehr hungrig kriegen wir aber gleich schon mal weg, wenn sie jetzt was isst. Nahrung haben wir 2 und es wird gerade noch eine gebrutzelt, dann geht das schon mal. Sehr hungrig ist jetzt hier aber gleich wegzumachen, oder? Müde und heftige Schmerzen. Und jetzt kommt noch hässliche Umgebung hinzu. Ja, deswegen aufräumen, das ist wichtig. Das Hunger ist jetzt weg, ne, oder? Ja, jetzt ist die Stimmung vielleicht bald ein bisschen besser. Heftige Schmerzen, ja. Kann ich die jetzt irgendwie dazu kriegen, dass die ins Bett geht und die geht auf jeden Fall in ihr Bett jetzt, das ist auch okay. Vielleicht geht es ihr dann nachher besser. Gestörter Schlaf 2-mal. Aß ohne Tisch, wieso? Da ist ein Tisch. Ja, rohe Nahrung essen. Abscheulicher Schlafsaal, hässliche Umgebung. Den abscheulichen Schlafsaal machen wir ja gerade weg. Bei Red One ist das ja schon mal nicht mehr. Doch, abscheulicher Schlafraum, aber das ist wegen den Wänden wahrscheinlich noch. Das kriegen wir alles hin. Aber ich würde sagen, wir sind schon wieder voll lang in der Folge. Vielleicht mache ich auch 2 aus der Folge. Mal schauen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.